Hallo, herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast, Dr. Joachim Paul. Schön, dass Sie da sind, Herr Paul. Vielen Dank für die Einladung, Herr Kurz. Danke, es freut mich wirklich sehr. Der Titel des heutigen Beitrags ist Der Pirat, der Bertelsmann die Stirn bot. Es geht um die Piratenpartei, die 2012 bis 2017 im Landtag von NRW vertreten war. Herr Dr. Paul war der Fraktionsvorsitzende dieser Partei. Bis 2015. Danach hat ein anderer übernommen, Michael Marsching. Gut. Das ist doch also ein Stück moderner Zeitgeschichte der Bundesrepublik und ich denke auch interessant, gerade in der jetzigen Zeit, wo neue Parteien gegründet werden, mit ganz anderen Ausrichtungen. Und 2012, wie gesagt, sind Sie mit einem großen Erfolg, also mit knapp 8% in den Landtag in Nordrhein-Westfalen eingezogen. Ja, wenn ich ergänzen darf, wir waren die letzten von insgesamt vier Piratenfraktionen in Deutschland. Aber Die die erste größte, ja. größte, genau. Die erste war im Berliner Abgeordnetenhaus, gefolgt von Schleswig-Holstein und dann dem Saarland. Und dann kamen wir durch den glücklichen Umstand, dass die linken Fraktionen im Landtag von Nordrhein-Westfalen den Haushalt von Hannelore Kraft und Silvia Löhrmann abgelehnt hatte. Das war eine Minderheitenregierung. Daraufhin hat man sich entschieden, Neuwahlen auszurichten. Und in diesem Zeitfenster des hohen Hypes für die Piratenpartei sind wir in Nordrhein-Westfalen reingekommen. Gut, dann ist es doch erstmal interessant, für was stand die Partei damals oder so, welche Themen waren damals interessant, sodass so eine Partei also so erfolgreich sein konnte und was war denn die Klientel also Ihrer Partei? Können Sie das mal kurz für uns zusammenfassen? Also die Klientel der Partei ist recht schwer zu fassen, weil wir hatten tatsächlich das Ziel, möglichst breite Bevölkerungsschichten anzusprechen. Wenn man sich anguckt, wer alles in die Piratenpartei gekommen ist, dann waren das in der ersten Welle, muss man sagen, nach der Gründung 2006 in Schweden und danach in Deutschland, waren das vorwiegend ITler und naturwissenschaftliche Nerds. Das kann man so pauschal vielleicht sagen. Gefolgt von einer zweiten Welle, wo sehr viele Leute aus dem Gesundheitsmittelbau vertreten waren, speziell aus dem Pflegebereich. Da zeigte sich besonders auf einem Parteitag in Offenbach, das war noch vor den großen Wahlerfolgen, wo über 2000, wir hatten ja kein Delegiertensystem, über 2000 Parteimitglieder da waren. Und da gab es sehr verstärkt, das war zumindest mein subjektiver Eindruck, Leute aus dem Gesundheitswesen, die in die Partei gedrängt sind. Vorwiegend junge Leute, die aber auch IT-affin sind. Das war quasi die Klammer um alles drumherum. IT-affin, auch bewusst, was den Einsatz von Technik angeht. Und getrieben durch viele Hindernisse im Berufsleben, dass man sich sagte, mein Gott, die Politik versucht immer Probleme zu lösen, die eigentlich technisch lösbar sein müssen. Das war der große Aufschlag der Piratenpartei. Der Journalist Wolfgang Michal hat das im Magazin Charta mal betitelt mit der Aufstand der technischen Intelligenz. Ja, also die Politik möchte Dinge lösen, die man technisch lösen könnte. Die man technisch lösen könnte, was viel effizienter und auch unideologisch im Sinne eines Gemeinwohls wäre. Das war die Überzeugung der Piraten. Können Wenn Sie ich uns da mal nochmal. ein Beispiel geben oder so? Also das ist ein bisschen abstrakt jetzt. Also was wäre so ein Beispiel hier Ja, für? also wenn beispielsweise aus dem IT-Bereich Leute sich im Open-Source-Bereich umgesehen haben und gesagt haben, das ist viel effizienter, dieses System einzusetzen und die Politik, die ja natürlich auch von, ich sag mal, durch die Wirtschaftslobby stark in Anspruch genommen wurde mit Informationsinput, sich dann lieber für kommerzielle Systeme entschieden hat. Also es war eine große Sorge der softwaretechnischen, ja heute noch existierenden großen Abhängigkeit von amerikanischen Unternehmen. Das war ein Punkt. Stichwort Datenschutz. Die Amerikaner haben dann etwas andere Auffassungen als die Europäer. Die Europäer sehen das diesbezüglich ein bisschen lockerer. Und natürlich auch, also was jetzt, die Europäer sehen das nicht lockerer, sondern im Gegenteil. Persönliche Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Das war damals einer unserer, wie ich fand, richtigen Slogans. Die Amerikaner gingen unserer Auffassung nach zu lax mit dem Datenschutz um. Und auf der anderen Seite war natürlich das Copyright am Anfang ein großes Thema. Dadurch, dass Dinge im Netz da quasi frei verfügbar sind,
und das Urheberrecht immer noch im Prinzip auf papiergebundenen Medien aufsetzt, in der Verarbeitung von papiergebundenen Medien, haben wir uns stark eingesetzt für die Nivellierung des Urheberrechts. Das ist auch in der Partei sehr kontrovers diskutiert worden. Das war aber eigentlich die Klammer mit. Das Urheberrecht, ja. Also da gibt es ja eine der größten Seiten auf dem Internet, Library Genesis. Also gerade als Naturwissenschaftler kennen wir das alles, wo all diese Bücher, die wir hier im Hintergrund sehen, also Viele davon, ja, nicht ja, alle. nicht alle, aber die meisten doch. Und also es ist ein unglaubliches Portal, das natürlich nicht so ganz legal ist. Also wie war da die Meinung der Piraten zu Library Genesis? Sollte das öffentlich verfügbar sein oder? Sollte doch der Urheberschutz da greifen oder war das da kontrovers? Also sagen wir mal so, wenn wir mal davon ausgehen, was ein Autor einer solchen wissenschaftlichen Publikation an der Publikation selbst verdient, jenseits von dem, was er durch seine universitäre Anstellung, verbeamtet sein oder so, schon bekommt, dann ist das quasi fast nichts. Das aber gerade mit Zeitschriftenabonnements große internationale Verlage einen regelrechten Reibach machen, der Leute aus der Politik, ich entsinne mich an ein Statement aus der Grünen-Fraktion, aus der Grünen Partei in Deutschland, wenn Leute aus der Politik schon sagen, das hat in der verlegerischen Tätigkeit Ausmaße angenommen, die in der kriminellen Energie noch über dem Waffen- und Drogenhandel liegen. Das war tatsächlich ein Statement. Dann ist das schon schwer zu sehen. Also der Urheber selber hat ja im Prinzip nichts davon, sondern es ist in dem Fall immer der Triumph des Absatzmittlers gewesen. Und gegen den haben die Piraten sich verwehrt. Und leider hat es nachher Kampagnen gegen uns gegeben, die quasi jetzt versucht haben, den Urheber mit dem Verlagsrecht gleichzusetzen. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben immer den Urheber im Vordergrund gesehen und denjenigen, der das Urgehobene nutzen möchte, das Papier. Und die beiden zusammenzubringen, dafür gibt es verschiedene Organisationsformen und unserer Ansicht nach sind es die internationalen Verlage, die sehr viel Macht hatten. Ich entsinne mich auch, wir haben es damals groß begründet, dass einige deutsche Universitäten ich sag mal, paketweise Zeitschriftenabonnements von großen Fachzeitschriftenverlagen quasi gekündigt haben, weil es einfach auch zu teuer wird. Das sind astronomische Preise. Ja, also bestimmte technische Probleme kann man nicht politisch lösen, aber die Politik versucht ja momentan politische Probleme technisch zu lösen. Also Das ist auch der Fehler der nicht Piraten im von Endeffekt Zensur, gewesen. sage ich jetzt mal hier, ja, also dass man also Meinungen, die man also nicht so gerne hört, technisch dann eben zensiert. Was war da die Meinung der Piraten zur Zensur? Also wir sind natürlich absolute Befürworter der freien Meinungsäußerung gewesen und sind es, die Piraten sind es auch immer noch. Ich bin heute nicht mehr Mitglied, aber also diesbezüglich, wir standen ja auch für Basisdemokratie. Das war einer unserer ganz wichtigen Anliegen, aufgrund dessen auch durchaus Fehler passiert sind in der Organisation. Stichwort fehlendes Delegiertensystem und solche Sachen. Das war relativ uneffizient. Einer von uns hat das mal eine Omnibusdemokratie genannt, also nur diejenigen, die es sich leisten konnten, zum Parteitag zu fahren, haben dann auch über die Parteirichtung entschieden. Da beginnt die Basisdemokratie dann fraglich zu werden. Ein Fehler, würde ich heute sagen. Aber es ist im Grunde und eins unserer Hauptanliegen, Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Und dazu gehört natürlich auch die Teilhabe an politischen Meinungsbildungsprozessen, ganz klar. Okay, fällt ja vielleicht jetzt ein bisschen aus dem Zeitgeist. Ja, kommen wir langsam. Ja, ist ja interessant. Basisdemokratie war Ihnen wichtig, also die freie Meinungsäußerung, Free Speech war Ihnen wichtig. Technikaffin, also die Technik sozusagen so zu nutzen zum Wohle der Gesellschaft. Ja, das war anscheinend also Ihr Anliegen. Es gab ein großes, also man muss sagen, das Gemeinwohlinteresse, speziell vielleicht auch durch die Leute aus den sozial ausgerichteten Berufen, die in die Partei gekommen sind, das Interesse an der Beförderung des Gemeinwohls war bei den Piraten durchweg sehr groß. Also ich sage mal so, diese beiden Komponenten, Solidarität, was ja gleichbedeutend ist, auch mit gesellschaftlichem Zusammenhalt oder dort damit zusammenhängt, und die individuelle persönliche Freiheit, das waren zwei der Säulen. Dazu gehört natürlich, dass man an Prozessen teilhaben kann. Ne? Waren Sie denn da damals verortet oder wie hat man Sie gesehen? Also in dem Spektrum ganz links, links von den Grünen oder wie war ungefähr die Einordnung?
Kann man das sagen? Das ist hochinteressant. Man war sich uns gegenüber sehr unsicher. Auf der einen Seite sehr interessiert, was sind das überhaupt für Leute? Vor allen Dingen, wir haben auch, ich glaube, alle vier, nachher, was in Fraktionen gemünd, alle vier Landesverbände haben gute Wahlkämpfe geleistet, die uns dann in die Landtage gespült haben. Also die Sicht von anderen auf uns war, es gab eine Zeit lang bei den Grünen den Eindruck, uns rechts verorten zu müssen, speziell bei den Grünen. Das haben wir, ich entsinne mich einer Diskussion auf dem Neusser Marktplatz mit einem grünen Abgeordneten, der damals schon im Landtag war. Das war mitten im Wahlkampf. Das haben wir dadurch abgewehrt, dass wir die Grünen an ihre eigene Vergangenheit erinnert haben. Da gab es in der Gründungsphase auch sehr, sehr rechte, rechtskonservative Kräfte innerhalb der Grünen Partei. Und dass gerade eine so junge Partei auf eine neue junge Partei so herabblickt, dass man das rechts, also es war für uns schon eigentlich ein Witz der Geschichte. Wir hätten eigentlich von den Grünen das meiste Verständnis erwartet, auch für die Abgrenzungen, die man machen muss in der Gründungsphase einer Partei. Wir hatten auch Scientology-Leute, die sich am Anfang in die Piratenpartei verirrt hatten. Und das Problem ist ja dann, wenn die einmal in der Partei drin sind, ist es relativ schwer, die wieder rauszukriegen. Wir haben es nachher geschafft, durch klare Meinungsäußerungen auf Parteitagen, uns von rechts entschieden zu distanzieren und auch von anderlei Extremen. Es gab dazu ein paar Grundsatzanträge, die auch in der Presse kommuniziert worden sind, die uns dann im Nachhinein eher versucht, eher im linksliberalen Spektrum verortet gesehen haben. Interessant ist in dem Zusammenhang, wo, wenn ich jetzt mal speziell auf die nordrhein-westfälische Piratenfraktion blicke, wo die Leute nachher gelandet sind, in welchen Parteien. Ein Großteil ist zu den Grünen gegangen. Es gibt welche, die sind bei den Sozialdemokraten. Es gibt einen, der ist relativ früh schon aus der Piratenarmut, fragen wir uns, ob das jemals ein Pirat war, in der Union gelandet. Und wir haben eine Person, die auch während der Legislatur aus der Fraktion ausgetreten ist und heute in der FDP ist. Also im Prinzip ist alles vertreten, was so an klassischem politischen Spektrum da ist. Und zu den Linken ist noch eine Person Ja, gegangen. gut, aber mehrheitlich haben sie ja gesagt, sind sie zu den Grünen gegangen und also hat man sie schon also eher im linken Spektrum verortet. Okay, das ist ja interessant. Kommen wir zu dem Bereich Bildung. Im Bereich Bildung haben sie ja auch Expertise. Sie waren im Landtag im Hochschulausschuss und stellvertretend auch im Schulausschuss, wobei der stellvertretend eigentlich eher vertretend war, weil, denn der Vertreter der Piraten ist nicht so gern gekommen und sie haben sich also diese Stellvertretung dann angenommen. Aus unseren persönlichen Gesprächen habe ich herausgehört, also dass Ihnen Inklusion etwas Wichtiges war. Ja. Und da haben Sie auch sehr dezidierte und interessante Meinungen. Erstmal für die Zuschauer, was versteht man unter Inklusion Also und wie ist den Menschen am besten geholfen? Ja, unter der Inklusion, wenn ich es ganz verkürzt sagen kann, das ist etwas anderes als nur Integration. Unter Inklusion versteht man die Teilhabe von gehandicapten Personen am gesamtgesellschaftlichen und damit auch politischen Leben. Dazu gehören Sachen, simple Sachen wie scheinbar simple Sachen wie Barrierefreiheit, was die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs angeht. Dazu gehören im Bildungsbereich aber auch Nicht-Ausgrenzungen. Der entscheidende Punkt dabei ist aber, man darf auf der anderen Seite Menschen mit Handicaps, ich nehme mal als Extrembeispiel stark körperliche Handicaps, die individuelle Betreuung nicht vorenthalten, wenn der Bedarf existiert. Und da gab es ein Problem. Das ist heute noch so mein Eindruck. Andere Menschen mögen mich da korrigieren, wenn sie das anders sehen, dass in Deutschland die Inklusion, also der UN-Menschenrechtsbeschluss diesbezüglich zur Teilhabe, etwas überzogen verstanden worden ist von den höheren politischen Ebenen. Also auf der Landespolitik wollte man an Inklusion machen. Und die Kommunen, die letztlich für die Infrastruktur, für die Bildungsinfrastruktur verantwortlich sind, wir reden also von Schulgebäuden und allem, was dazugehört, die haben es häufig so verstanden, prima, dann kann man eine Förderschule ja einfach schließen und die Leute in eine normale Schule stecken. Das ist natürlich dann, wo es letztlich am Geld endet.
Am Geld war nachher die Bruchlinie in der Politik. Also es gab so etwas wie eine Trennlinie zwischen kommunalpolitischer Auffassung und landespolitischer Auffassung. Die landespolitische Auffassung wollte die Inklusion, speziell die damals rot-grüne Landesregierung unter Hannelore Kraft wollte die Inklusion stark vorantreiben. Ein durchaus hehrer Anspruch. Auf der anderen Seite haben einige Kommunen das so ausgelegt, dass man dann halt bei der Bildungsinfrastruktur Gelder einsparen kann. Das Gegenteil ist aber der Fall. Ich muss ja dann auch in der Lage sein, ich sag mal, Doppelunterrichtsmodelle oder sowas zu fahren, wenn ich einen gewissen Prozentsatz an gehandicapten Kindern in einer Schulklasse habe. Das ist das eine. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch Eltern, die eine besondere Betreuung für ihre Kinder haben möchten, das nicht vorenthalten. Sie haben einen verankerten Anspruch darauf. Also es ist schwierig zu handhaben und über den politischen Streit ist meiner Meinung nach viel Porzellan zerbrochen worden in der Hannelore Kraft-Legislatur. Man ist ein Stück weitergekommen mit der Inklusion, aber das ist letztlich heute noch ein offener Punkt. Die Schulgebäude sind weit davon entfernt, barrierefrei zu sein auf der einen Seite. Und dieses Konzept, was wir Piraten vorgelegt haben, zu sagen, wir legen Schulen einfach zusammen, wo es eben Klassenräume für besondere Betreuung gibt. Und Lehrkräfte, wenn der Bedarf danach besteht, wo man aber gemeinsam am gesellschaftlichen schulischen Leben, gemeinsam das gesellschaftliche schulische Leben prägen kann, als Lehrkräfte und als Schülerinnen und Schüler. Das war so unsere Idee. Das ist natürlich auch wieder mit Investitionen und Umbauten, was Schulgebäude angeht, verbunden. Und wenn wir die maroden Schulgebäude in Nordrhein-Westfalen kennen, dann wissen wir, dass das finanziell überhaupt kein Pappenstiel ist, so etwas zu stemmen. Also ich höre da gesellschaftliche Teilhabe raus. Ja. Ich kenne diese Ansätze auch von meiner Frau, die ist Altenpflegerin, die spricht über das Gleiche. Es gibt ja noch viele rüstige Menschen im Altersheim. Also können Sie an die Schule gleich vielleicht noch ein Altersheim anschließen. Ja, gibt ja dann auch ältere Leute, die dann nachmittags vielleicht Kinder betreuen können und Sie haben außerhalb. recht, ich habe das jetzt ein bisschen sehr auf den Bildungsbereich Ah, nein, bezogen. aber ich habe das schon verstanden, was Sie meinten. Das Also waren die ich setze. Hauptinitiativen, die hauptargumentativen Stoßrichtungen in der Politik damals. Und wie gesagt, es ist halt einfach ein Teil unserer Gesellschaft. Die Kognitivität ist Gauß verteilt. Ja. Ja, es ist halt leider so. Mag das eigentlich auch nicht, aber das kommt aus der Neuropsychologie. Ja. Also man berechnet da einen G-Faktor. Ja, also man nimmt da letztendlich fünf Dinge zusammen. Die Merkfähigkeit eines Menschen, kann er sich gut Dinge merken, Memory, ja, das logische Denkvermögen, die Auffassungsgabe, also kapiert er schnell, ja, die Ausdrucksstärke, das heißt, kann er das in Worte fassen, ja, was er verstanden hat, und das räumliche Vorstellungsvermögen. Und das ist das, was man den G-Faktor nennt. Und der bestimmt letztendlich den Ausgang von nahezu allen IQ-Tests, was immer die auch zu bedeuten haben. Und wie gesagt, also diese Verteilung ist eine Gauß-Glocke. Und dann hat man eben am unteren Ende, und das ist einfach so, hat man also 5% von Mitmenschen, die halt einfach wirklich schwerwiegende Probleme haben, ja, Lernschwierigkeiten haben, die einfach langsam begreifen, ja, die sich nicht viel merken können. Und es bringt nicht viel, diese Kinder in eine normale Klasse zu tun, weil sie gar nicht mitkommen mit dem Unterricht. Ja? Und wenn man das dann tut, oder so, werden sie verhaltensauffällig. Ja? Dann stören sie. Wer will es den Kindern auch verübeln? Dann braucht man Sozialarbeiter und so weiter. Natürlich ist also eine Inklusion, also wenn es um eine reine körperliche Behinderung geht, ja, also ist es ja kein Problem in vielen Dingen. Und eigentlich war das in Nordrhein-Westfalen, wie ich das verstanden habe, eigentlich sehr vorbildlich, weil man hat also hier zwei sonderpädagogische Einrichtungen gehabt. Man hat also das durchaus getrennt. Und zwar in ESE-Kinder, emotional-soziale Entwicklungsstörungen, ja, also verhaltensauffällig, und die Kinder mit Lernschwierigkeiten, die lernbehinderten Kinder. Und durch diese Inklusion hat man dann also viele vernünftige Einrichtungen in den Kommunen eben dann geschlossen. Ja? Und wie sie dann auch gesagt haben oder so, also der Aufwand war dann größer, ja, weil da müssen diese Kinder ja individuell in einer Klasse betreut werden. Ja? Und sie müssen in einen Klassenverband bis zu drei von diesen Kindern aufnehmen. Und nur eines, ein voll autistisches Kind oder so, kann in den ganzen Klassenverband zerstören.
Also ich sehe das ähnlich Wir auch. hatten unsere schulpolitische Sprecherin, Frau Pieper, die selber Förderpädagogin, also Sonderförderpädagogin ist von ihrer Ausbildung her, war am Anfang auch parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion. Die hat immer das Beispiel gebracht, wenn ein verhaltensauffälliges oder hyperaktives, überaggressives Kind in einer solchen Klasse das erste Mal einen Rollstuhlfahrer umtritt, dann ist die Inklusion im Eimer. Das hat sie so plastisch auch mal gesagt in der Plenarsitzung. Das ist der Punkt. Auf der anderen Seite, ich habe es wird wahrscheinlich jeder solche Beispiele kennen aus den eigenen Freundes- und Bekanntenkreisen. Ich weiß von einem Fall eines Jungen, der im weiteren Sinne zum autistischen Spektrum zu rechnen ist, der auf eine besondere Förderschule gegangen ist mit besonderen Fördermöglichkeiten. Es waren nur 12 Kinder in der Klasse. Der hat Abitur gemacht, der hat studiert und hat jetzt einen verantwortungsvollen Posten im öffentlichen Dienst mit kognitiv überdurchschnittlichen Leistungen. Aber er war dann in einer besonderen Schule, wie Sie sagen, ja? Er war in einer besonderen Schule. Die gesellschaftliche Teilhabe ist letztendlich für ihn ein Erfolg gewesen, eben auch dadurch, dass man vorher gesagt hat, man trennt einfach mal für eine gewisse Zeit. Man muss das, glaube ich, auch dynamischer auffassen, ne? Genau. Gut Es gemeint ist, ist nicht gut gemacht, ne? ja, das ist, also ich glaube, das ist, was Sie gerade gesagt haben, ist ganz wichtig. Man muss es dynamischer auffassen. Weil es ist nämlich auch so, dass bei den lernbehinderten Kindern, da kann etwas passieren und das passiert anscheinend oder so beim Viertel der Fälle, also wenn sie in die Pubertät kommen, auf einmal holen die auf. Ja? Ja, Und ja. also auf einmal kann man die dann also in einen normalen Klassenverband setzen und so weiter. Also das muss halt jährlich überprüft werden, ja, und neu beurteilt werden und dann einfach geguckt werden, also was jetzt hier geht, was ist auch den anderen zumutbar. Ja, aber diese Flexibilität hat man natürlich nicht. Das gilt auch im Grunde genommen, wenn ich das ergänzen darf, für das Spektrum der sogenannten nicht gehandicapten Normalen. Wir alle kennen den Begriff des Spätzünders. Ja, Sie haben das gerade erwähnt, dann holen die auf einmal auf. Und es gibt da quasi auch im scheinbar normalen Spektrum Menschen, die erst bei denen relativ spät im Leben oder nach der Pubertät erst intellektuell der Knoten platzt, um das mal auf Deutsch zu sagen. Ja, das ist aber, ich meine, macht kaum Sinn, also jemanden, der ein Spätzünder ist, bevor er gezündet hat, also in eine anspruchsvolle Schule zu stecken. Wichtiger ist, dass das Schulsystem vertikal durchlässig bleibt für diese Das Leute. ist Das ist genau das. der Hintergrund meines Arguments. Es geht um deine Durchlässigkeit. Und da, vorsichtig formuliert, ist im nordrhein-westfälischen dreigliedrigen Schulsystem plus Sonderform, Sekundarschule, ist wirklich noch Luft nach oben. Das sehe ich aktuell noch nicht. Ja, okay, gut. Schön, dass Sie das also so deutlich ausgesprochen haben. Kommen wir langsam. Ach ja, also Sie sind ja sehr digital affin und da ist ja jetzt immer so die große Frage, ja, digitaler oder analoger Unterricht, also wo sich dann die Geister scheiden. Was ist Ihr Standpunkt dazu in der Schule? Und dann gibt es natürlich, und das, was mir eigentlich am wichtigsten ist, ist die Methodenfreiheit des Lehrers. Was ist Ihr Standpunkt zu diesen Dingen? Also, da rennen Sie bei mir auch mit dem letzten Stichwort offene Türen ein. Ich bin von der Ausbildung her, habe im Hauptfach Biophysik in Physik diplomiert und an der medizinischen Fakultät nachher promoviert. Da ging es auch teilweise um neurologische Inhalte. Und es ist also klar, wenn man sich etwas tiefer über den Tellerrand hinaus der neurologischen Komposition, die sich in unseren Köpfen befindet, mal etwas näher beschäftigt, dann merkt man doch, wie Dinge zusammenhängen. Also ich sage mal, ein Bewegungsmangel wirkt sich aus, negativ aus auf die mathematische Performance im Kleinkindalter. Das weiß man. Das ist eigentlich ein Allgemeinplatz. Ich sage es mal ganz platt. Wer nicht rückwärts laufen kann, kann nicht subtrahieren. Und wer nicht auf einem Bein stehen kann, kann keine Bruchrechnung. Ich würde heute das jenseits in der Grundschule, wenn es darum geht, Kopfrechnen noch zu üben, daraus eine Spaßaktion machen und das Ganze mit Bewegung, mit körperlicher Bewegung kombinieren. Ich würde versuchen, eine hybride Unterrichtsform Mathematik und Sport oder Rechnen und Sport, ist ja noch keine Mathematik in dem Sinne, versuchen zu realisieren. Das macht man jetzt als Spinnerei abtun, aber wir wissen, dass diese Zusammenhänge zwischen dem kinästhetischen Apparat auf der einen Seite und dem kognitiven Apparat, was Zahlen angeht,
bestehen. Es hat Philosophen gegeben, die gesagt haben, der Sinn für Mathematik kommt aus dem Tastsinn und das hat unmittelbar mit Bewegung zu Ja, tun. gut, also da muss ich jetzt Ihnen, also die meisten Mathematiker, also die legen ja sehr Wert, dass sie irgendwie auch klassisch gebildet sind und dass sie gut in Latein waren, ja, in der Schule und Ja, solche Dinge. Mathematik ist ja auch eine So Geisteswissenschaft. weiter. Das trifft auf mich nicht zu. Also ich habe immer gern Fußball gespielt, ja, also obwohl mein Kopf also immer mit Zahlen voll war und ich andauernd irgendwie rechne. Aber eines habe ich nie gemacht. Beim Fußballspielen habe ich nie gerechnet. Also da waren die Zahlen dann irgendwie weg, ja. Naja, wie auch immer. Sie wissen, was ich meine. Also Ja. Fußballspielen ist natürlich ein komplexer Bewegungsablauf, aber wenn Sie, ich sag mal, Kniebeugen machen Ah, oder das zählt man, Armbewegungen, klar. da ist eine gewisse Rhythmik drin und diese Rhythmik kann man direkt auf mathematische Inhalte abbilden. Ja, man kann es einfach runterzählen, aber das heißt, aber die klassische Gymnastik, das ist ja verpönt, das ist ja Hitlerjugend, ja, das ist, also das So geht. ist das auch alles gar nicht gemeint. Also, okay, gut. Naja, also es ist leider so, also deswegen habe ich gefragt, die Methodenfreiheit, also wird immer mehr eingegrenzt von den Lehrern, dadurch, dass man zum Beispiel die Tafeln aus den Klassenzimmern schafft, ja, und damit ist sozusagen die Methode des Tafelsunterrichts ja nicht mehr gegeben, ja. Ich kenne den Fall einer mittlerweile pensionierten Physiklehrerin aus Nordrhein-Westfalen, die mir nach einer Präsentation interessanterweise zu digitalen Contents und Methoden mir ihr Leid geklagt hat, dass man ihr verboten hätte, mit der klassischen Kreidetafel zu arbeiten. Sie hat mir nachher Fotos gezeigt aus ihrem eigenen Unterricht. Also die gesamte klassische Mechanik auf gymnasialem Oberstufenniveau an zwei Doppeltafeln entwickelt, abstrakt in der Interaktion mit den Schülern. Ne? Das Problem bei der Tafel ist, sie wird wieder ausgewischt. Ich habe gesagt, sie soll das kombinieren und in der Zukunft diese Tafel einfach digitalisieren, indem sie sie einfach abfotografiert. Man kann dann hinter einem Bitmap draus machen und irgendwie noch Dokumente verlinken dazu. Es wäre eine schöne Oberfläche für sowas. Aber Kreidebenutzung einfach zu verbieten oder einfach mal die Möglichkeit, irgendwo was hinzuschmieren, was man wieder auswischen kann, ist ein Unding. Das geht gar nicht. Ja, also schön, dass das aus Ihrer Ecke zu hören. Das ist ja auch, also für mich ist die Tafel das Gestaltungsmittel der Wahl. Den echten Könner sehen Sie an der Tafel, wenn er die Gedanken entwickeln kann, ja, wenn er Fragen eingehen kann. Es ist das Lebendigste. Es ist auch das Günstigste. Ja, Kreide kostet nichts, die Tafel kostet nichts. Ja, die Elektrofunzeln, Digitalfunzeln sind da deutlich teurer. Ja, auf der anderen Seite, ich war ja, wenn ich da einhaken darf, mit den 5 Jahren Unterbrechung von 12 bis 17, von Anfang 98 bis Mitte 23 verantwortlich für die Bereitstellung von digitalem Bildungscontent für Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen, zusammen mit einer Kollegin in Münster. Ich war ja wissenschaftlicher Referent am Medienzentrum Rheinland, heute heißt das LVR-Zentrum für Medien und Bildung. Eine Kulturdienststelle des Landschaftsverbandes Rheinland, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der den anderen großen Landesteil betreut, dasselbe. Und wir haben eben zusammen auf kommunaler Ebene wenn man so will, ein Serversystem mit verteilten Portalen aufgesetzt, wo allen allgemeinen und berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen, und zwar nicht nur die in öffentlicher Trägerschaft, sondern auch solche staatlich anerkannten Ersatzschulen und so weiter, denen das Angebot gemacht wird, zu nahezu allen Schulfächern digitalen Content herunterzuladen oder sogar streamen zu können. Vieles sind in dem Fall AV, audiovisuelle Medien, also Stichwort Filmchen, ne? Und naja, Sie kennen also all diese Materialien. Was ist Ihr Eindruck von der Qualität dieser Materialien? Man hat sich dort, die ist durchaus gestreut, das kann man gar nicht anders sagen. Die ist vor allen Dingen im Schnitt schlechter geworden, seit es YouTube gibt. Muss man, vielleicht kann man das so pauschal nicht sagen, aber es gab schon mindestens ein Jahrzehnt vor YouTube Unternehmen, die aus der Herstellung von klassischen Unterrichtsfilmen kamen, die viel eher mit der Digitalisierung konfrontiert worden sind als die Schulbuchverlage, die sich wirklich intensivst Gedanken auch über Mediendidaktik gemacht haben, wie man damit umgeht. Und es gibt quasi, nehmen wir mal ein für uns beide fachfremdes Gebiet, nehmen wir mal das Fach Geschichte. Es gibt Hersteller von Qualitätsmedien zum Fach Geschichte, die zu einem ganz bestimmten Aspekt der Geschichte, ob das jetzt, sagen wir mal, die Reformationszeit ist oder die Französische Revolution steht ja sowieso auf dem Lehrplan.
Medien anbieten, teilweise mit Quellenmaterial, die eine thematische Tiefbohrung erlauben, die kein Schulbuch leisten kann. An der Stelle würde ich sagen, das digitale Medium steht quasi vertikal auf dem Schulbuch. Im Fach Geschichte ist es besonders extrem. Das heißt, und auch da sage ich, best of both worlds. Wobei auf der anderen Seite ein Schulbuch heute auch in digitaler Form daherkommen kann. Aber dann bitte nicht nur als PDF, sondern mit Aufgaben, die den direkten Anschluss an die eigene Textverarbeitung erlauben, zur Abarbeitung von Aufgaben und so weiter. Also Aber das das sehen, Buch, ne? glaube, das sehen Sie vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr, also aus der Erwachsenenbildung. Also es ist natürlich schön, falls es Kinder gibt, die sich dann so tief oder so also für geschichtliche Aspekte interessieren. Aber das ist ja letztendlich nicht so ganz der Fall. Also ich habe immer so, was ich immer sehr schön fand in der Schule, ja, jetzt werde ich wieder mal nostalgisch, das waren diese alten Karten, ja, also und Erdkunde und Geschichte. Und ich war immer ganz gern Kartendienst, ja, und dann hat man den Schlüssel bekommen und dann hieß es E2304, musst du jetzt holen, ja. Und dann kam man in diesen Kartenraum und dann dieser Geruch, ja, also der war schon ganz Herr besonders. Kratz, also Das ist, ja, und dann hat man also diese Karte dann ja. runtergelassen, ja. Und das hatte so was Beruhigendes und selbst was der Typ dann erzählt hat, dann hat man immer auf die Karte geguckt und hat doch irgendwas mitbekommen. Also es hatte irgendwie was sehr Meditatives, ja. Es war fest, ja, und man hat die ganzen Gebrauchsspuren schon gesehen. Die waren auch oft geflickt, diese Karten, ja. Und ich denke mir dann oft gerade jetzt, ob in diese völlig überhitzten Zeit oder so und gerade für unsere Kinder und Jugendlichen eine Art der Entschleunigung in der Schule vielleicht besser wäre, ja, als Hole kommt von Muße, ne? Das alte ja, lateinische dass Wort. einfach dass die Ruhe wieder ein bisschen reinbringen. Und ich sehe natürlich die ganzen Vorteile, ja, also das schnelle Anklicken und wenn ich irgendwie wissenschaftlich was suchen möchte, ist das natürlich eine super Suchmaschine. Können wir uns vielleicht darauf einigen, Schulen, die noch dieses alte Kartenmaterial haben, sollen es in Ehren halten, behalten und weiter benutzen. Aber das, ich sag mal, das muss einen ja nicht daran hindern, das Ganze durch ein modernes digitales Medium zu ergänzen. Ne? Also ich bin Das ist, die jungen Leute sind anders. völlig bei Ihnen. Ich kenne das auch. Da hingen im Geografieunterricht hingen da diese großen Karten bei uns an der Wand. Der Lehrer kam mit zwei Kartenrollen schon in die Klasse und hat das dann an den dafür in jedem Klassenraum existierenden Ständer gehängt. Ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite hat man heute im digitalen Bereich, vor allen Dingen was das Machen angeht, digitale Medien sind ja viel mehr Knetmasse. Ich kann selber virtuell gesehen jetzt mit der Maus ein digitales Medium anfassen und verändern. Und genau so sind damals auch, vorausschauend muss ich sagen, von den beiden Landschaftsverbänden die kommunalen Serverportale konzipiert gewesen, dass wir quasi die Medien, die dort eingekauft wurden mit kommunalen Mitteln, mit der Berechtigung ausgestattet worden sind, sie mischen zu dürfen, sie verändern zu dürfen, sie umzuschneiden zu dürfen, solange das neue mediale Mixprojekt nicht wieder veröffentlicht wird. Und selbst da kann man den einen oder anderen Anbieter, der das Medium kommerziell produziert hat, noch fragen: Du hör mal, das haben wir hier aus deinem Medium gebaut. Ist das nicht Werbung für dich? Und da gibt es bestimmt eine Reihe, nicht alle, die sagen: Prima, veröffentlicht das, zeigt einfach mal, was ihr mit unseren Medien gemacht habt. Also Knetmasse. Da ist das Digitale allemal flexibler als die alte muffige Karte, auch wenn sie noch so angenehm riecht, um das. Gut, also es ist einfach ein anderer Ansatz und der muss natürlich, der Unterricht muss zur Lehrperson passen. Deswegen bin ich so sehr für die Methodenfreiheit des Lehrers. Da Der bin ich völlig bei Ihnen, keine Lehrer Frage. muss gucken und junge Leute, die eben anders aufgewachsen sind wie ich oder so, die sehen das vielleicht anders. Aber es gibt auch junge Leute, die sehr klassisch oder so an der Tafel, also Komposition machen möchten, ja. Musiklehrer und so weiter, also die Dinge so entwickeln möchten. Also es ist durchaus unterschiedlich. Es ist nicht so, dass alle jungen Leute einfach nur so kopflos digital sind. Das Nein. trifft ja. Aber da sprechen Sie noch einen wichtigen Punkt an. Eine gut organisierte Schule sollte einen Lehrkörper haben, der über die gesamte Alterskohorte verteilt ist. Das ist auch ein Stück Gesellschaft, was abgebildet wird für die Kids. Und von daher, der Geschichtslehrer, das ist sicher auch ein Klischee, mag meinetwegen der Ältere sein oder meinetwegen der Biologielehrer, der gewisse Dinge aus der Frühzeit seines eigenen Biologieunterrichts noch farbig erzählen kann.
mal als anderes Beispiel zu nehmen und eben vielleicht den Geschichtslehrer. Mir ist im Falle des Pilotprojekts ein Geschichtslehrer aus einem Gymnasium im Süden, aus einem Gymnasium in Reit noch bekannt und positiv in Erinnerung. Der hat für seine Schule das Netzwerk aufgebaut und betreut. Es war nicht der Physiklehrer und nicht der Techniklehrer, sondern ist der Historiker gewesen, der das WLAN in der Schule installiert hat. Solche Fälle hat es auch gegeben. Okay, super. Kommen wir langsam zum Hauptthema. Es ging damals durch die Medien. Sie hatten im Landtag NRW eine große Anfrage zu Bertelsmann gemacht. Ja. Gut, da jetzt hier darüber wollen wir sprechen. Was waren die Beweggründe? Weshalb haben Sie das gemacht? Ja. Also ein Anliegen der Partei war ja Transparenz. Da haben wir es auch ein bisschen übertrieben. Im Endeffekt hat sich das auch in unserer Parlamentarierzeit entwickelt. Nachvollziehbarkeit von politischen Prozessen und warum entscheidet sich ein Politiker X für die Lösung Y und nicht eine andere? Das muss er einfach deutlich machen. Der Bevölkerung ist ein gewählter Volksvertreter, Da darf ich der. jetzt mal kurz einhaken. Also wenn ich das Wort Transparenz höre, das ist dann zwei. Also es ist einerseits der gläserne Bürger, das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich eher den gläsernen Staat. Ja. Und Darum also genau, das ist eigentlich das. Also da haben Sie uns falsch verstanden. Es ging bei den Piraten genau in die Richtung gläserner Staat und undurchsichtiger Bürger. genau. Also das ist das. Private Daten schützen, öffentliche Daten Genau, nutzen. also der gläserne Staat. Das heißt, ich würde ganz gerne wissen, wer die Gläubiger der Bundesrepublik Deutschland sind. Ja, also Zum Beispiel, ja. Staatsgeheimnis. Ja. Ich würde ganz gerne wissen, was man weiß, ja, über die Sprengung der beiden Pipelines. Ja. Hätte ich ganz gerne auch ein bisschen Information. Ja. Also Ja, kann ich Staatsgeheimnis. nachvollziehen. Also das wäre dann sozusagen auch so ein Piratenthema gewesen. Also Transparenz, aber was war jetzt Transparenz in Bezug auf Bertelsmann? Moment, die Transparenz in Bezug auf Bertelsmann kam folgendermaßen zustande. In der Legislatur von Rüttgers und Pinkwart 2005 bis 2010 hatten wir eine schwarz-gelbe Regierung, ist das Hochschulfreiheitsgesetz verabschiedet worden. Das ist das Erste. Und in der Zeit davor hatten wir zunächst den Ministerpräsidenten Wolfgang Clement, der von Schröder als Superminister in den Bund berufen worden ist. Und den Ministerpräsidentenposten hier in Nordrhein-Westfalen hat dann Peer Steinbrück übernommen. Und noch im Februar 2005 ist das NRW-Stiftungsrecht nivelliert worden, geändert worden. Und zwar, wenn man in die Ausschussprotokolle guckt, dann sind quasi zwei textliche Ergänzungen, nur kleine Ergänzungen vorgenommen worden. Da hat offensichtlich keine große Debatte stattgefunden, zumindest ist das nicht dokumentiert, Transparenzfrage, sondern das ist einfach quasi durchgewunken worden. Noch unter, das war eine Steinbrück, das war eine rot-grüne Regierung. Ne? Ja, genau. Und zwar, ich kann Ihnen das mal eben kurz zum Besten geben oder unseren Zuschauern zum Besten geben. Paragraph 7 des NRW-Stiftungsrechts, Unterrichtung und Prüfung. Da heißt es in Absatz 1, der Stiftungsvorstand ist verpflichtet, der Stiftungsbehörde innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres eine Jahresabrechnung mit einer Vermögensübersicht und einen Bericht über die Erfüllung der Stiftungszwecke vorzulegen. Dann der 2005 ergänzte Satz zu Absatz 1. Wird die Stiftung durch eine Behörde, einen Prüfungsverband, die Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbands, eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder eine vereidigte Buchprüferin, einen vereidigten Buchprüfer oder einer Buchprüfungsgesellschaft geprüft und erstreckt sich die Prüfung auch auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel, so soll die Stiftungsbehörde von einer eigenen Prüfung absehen. Das liest sich jetzt sehr Nein, ich verklausuliert. habe schon verstanden. Also, Das ist das Outsourcing von Kontrolle. genau. Also, das ist natürlich etwas anderes, wenn ein Beamter etwas prüft, der ein Eid abgelegt hat, Genau. eine Wirtschaftsprüfgesellschaft, ja, oder Firma oder so, die vielleicht von denen bezahlt wird, ja, und natürlich dann zu den entsprechenden Ergebnissen kommt. Das war, Herr Kreuz, wenn ich ergänzen darf, Paragraph 7, Absatz 1, der zweite Satz, der hinzugefügt wurde unter Steinbrück im Februar 2005. Also im Mai 2005 waren Wahlen, da endete die Legislatur und Rüttgers war dann Ministerpräsident.
Also man hat also Moment, Bertelsmann. jetzt ist das Stiftungsgericht 2023 nochmal nivelliert worden im Juli. Jetzt zuletzt. Ich habe das in Vorbereitung auf unser Gespräch heute nochmal nachgeguckt und im aktuellen Gesetzestext findet sich dieser Satz immer noch als eigener Satz, als eigener Absatz in Paragraphen 6. Das heißt, man hat ihn in der Verordnung im Stiftungsrecht nur verschoben. Der Satz ist immer noch da. Und wenn wir das eben, weil es kostet uns, glaube ich, sonst zu viel Zeit, wenn ich nochmal den zweiten Punkt nennen darf. 2005 ist hinzugefügt worden ein Absatz 5 im Paragraphen 12, der betitelt ist mit öffentliches Stiftungsverzeichnis Vertretungsbescheinigungen. Da steht im Satz 5, die behördlichen Unterlagen über die Anerkennung und Beaufsichtigung einzelner Stiftungen unterliegen nicht dem allgemeinen Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalens. Das steht da drin. Und auch dieser Satz, also quasi, man möchte ja transparent sein, es gibt ein Freiheitsgesetz zur Information, aber es gibt eben gewisse Ausnahmen. Das kann man vielleicht noch nachvollziehen, warum das gerade das Stiftungsrecht betrifft, vor allen Dingen von Stiftungen mit dem Anspruch der Gemeinnützigkeit, ist natürlich fragwürdig. Das Ja. ist auch wieder verschoben. Im aktuellen Gesetzestext befindet sich dieser Satz in Paragraph 5 Absatz 3. Die behördlichen Unterlagen über die Anerkennung und Beaufsichtigung und so weiter, ne, unterliegen nicht dem allgemeinen Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 27. November 2001 in der jeweils geltenden Fassung. Also das Ja, ist schon. letztendlich sind es ja doch auch Steuergeschenke, die man also über diese so über diese Stiftung tätigt, ja. Die Gründung der Bertelsmann Stiftung hat den Staat an Steuern ungefähr 3 bis 4 Milliarden Euro gekostet. Das wären die Erbschaftssteuer gewesen. Ja, gut, es kommt natürlich die Erbschaftssteuer und jetzt natürlich, weil sie knapp 80% von dem Konzern halten und die Dividenden voll ausgeschüttet werden, ja, an die Stiftung, sind es ja auch nochmal also 100 Millionen plus minus, je nachdem, wie man rechnet. Also da will ich mich jetzt dann gar nicht mal darauf festlegen. Also das ist jährlich das Spielgeld für diese Stiftung. Also es sind, würde ich doch mal sagen, also nicht ganz unerhebliche Beträge, ja. Nicht vielleicht die super großen Beträge, aber sicherlich nicht unerhebliche Beträge, also wenn es in dreistellige Millionenbeträge geht. Da muss der Staat letztendlich schon also die volle Einsicht haben. Also, und das bekommen sie durch diese Gemeinnützigkeit. Und das wollen sie natürlich Aber also Sie leisten. fragten nach unserer Motivation. Unser Antrag noch vor der Wahl 2012 war auf einem Parteitag in Dortmund verabschiedet. Die Streichung dieser beiden Sätze aus dem NRW-Stiftungsrecht. Andere Änderungen des Stiftungsrechts sollen davon unbenommen bleiben, stand in dem Antrag drin. Und demzufolge die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die Bertelsmann-Stiftung. Das war unsere politische Forderung. Und da ist natürlich alles, was dranhängt auf der Konzernseite, natürlich hellhörig geworden. Ich bin eingeladen worden, habe 40 Journalisten bei RTL gegenüber gesessen, alleine nur mit meinem Fahrer. Nee, natürlich, wenn ich also sozusagen also nicht mehr ordnungsgemäß Auskunft ergeben muss, ja, dann kann Gemeinnützigkeit natürlich alles bedeuten und das ist das, was Sie natürlich dann darstellen, ja. Und Also man muss dazu sagen, Reinhard Mohn hat damals, also er ist, sag mal, als Neoliberaler, als typischen Neoliberalen kann man ihn nicht bezeichnen. Es gibt unter den Liberalen viele Leute, die Reinhard Mohn kritisieren würden, heute noch im Nachhinein. Auf der anderen Seite hat er einen gewissen eigenen Ethos gepflegt oder zumindest etwas gepflegt, was er selbst für ein Ethos gehalten hat, muss man vorsichtigerweise sagen. Dann ist dann die Frage, ob die Zielsetzung des Stifters mit den verbindlichen Festlegungen für den Anspruch der Gemeinnützigkeit, ob man das verbinden kann. Und ich möchte gar nichts gegen irgendwelche Personen sagen, weder aus der Stiftung noch aus dem politischen Bereich. Aber ich, und ich habe das in der Fraktion, in der Partei deutlich machen können, deswegen haben wir die große Anfrage nachher auch in der Fraktion mehrheitlich beschlossen. Ich glaube, das war einstimmig, dass sich das Ganze eigentlich um eine Fehlkonstruktion handelt. Man hat auf der einen Seite eine Stiftung, die mehr als 4/5 eines Konzerns besitzt oder um eine Unternehmensgruppe. Wir haben das Bertelsmann Unternehmensgruppe, da hängt ja ein Rattenschwanz, das sind ja nicht nur Buchverlage, RTL oder so, sondern es gibt auch diesen Dienstleister Arvato mit dran. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Stiftungssatzung.
nur erlaubt, dass die Bertelsmann Stiftung selber bestimmt, was sie fördert. Es ist also keine Stiftung, wo ich als, ey, ich habe eine Idee, gemeinnützig für das Gemeinwohl, ich gehe da hin und stelle einen Antrag. Ne? Also Also das ist. das, was in den USA gutes Gesetz ist, dass man sagt, wir trennen zwischen Aufsicht über das Stiftungsvermögen, wir trennen getrennt von Gutachtern, die Gelder bewilligen, und also Stiftungsrat auf der einen Seite und Bewilligungsausschuss, wie auch immer, auf der anderen Seite sind nicht getrennt. Das ist das, was diese Konstruktion unserer Ansicht nach so falsch gemacht hat. Ja gut, in Amerika dürfen sie, glaube ich, auch nicht 80% Nee, oder nur 20, nur genau. 20%. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, ist der Unterschied einer Stiftung des privaten Rechts und einer Stiftung des öffentlichen Rechts. Wenn Sie eine Stiftung des öffentlichen Rechts sind, jetzt mal für unsere Zuschauer sagen Sie, es sind für Kinderspielplätze und Sie sehen, dass in dem Kinderspielplatz also nebenan die Schaukel kaputt ist, dann können Sie zu dieser Stiftung schreiben, ja, also reparieren Sie bitte die Schaukel, ja. Dann müssen Sie sich diese Sache annehmen, weil Sie eine Stiftung des öffentlichen Rechts sind. Ja, eine Stiftung des privaten Rechts entscheidet selbst, ja, über die Ziele, die sie verfolgt. Also das kommt noch dann hinzu. Also sie sind erstmal viermal so groß, also wie man in den USA überhaupt sein darf. Und dann sind sie nicht mal also der Öffentlichkeit verpflichtet. Sie sind also nicht der Rechenschaft verpflichtet. Also keine Transparenz, so wie Sie das gerade gesagt haben. Also da geht Sehen einfach. Sie, es geht noch weiter. Wenn Sie irgendwo in Deutschland eine Liste aufsuchen, größten Stiftungen nach Größe, nach finanziellem Vermögen, ne, dann sind es die Bertelsmann Stiftung, die Robert Bosch Stiftung und noch einige andere Stiftungen. Dort ist nur der Buchwert angegeben, nicht der Verkehrswert. Das sagt ja auch Stichwort Transparenz, ne? Also geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Also wir halten das für eine Fehlsteuerung, und wenn man sich dann die Politik anguckt, was für Projekte gefördert werden. Es gibt auch einen, wie ich finde, allgemeingesellschaftlichen negativen Effekt, den das Ganze hat. Es gibt Menschen wie Sie und ich, die, sagen wir mal, jetzt nicht in irgendeiner Organisationsform, in einer NGO oder wie auch immer organisiert sind, die einfach nur ihren Job machen und eine gute Idee haben, die auch das Recht haben, im Prinzip Teilhabe gehört zu werden. Und dann kommt eine Stiftung mit unvergleichbar viel, viel größeren finanziellen Mitteln. Allein die Portokasse geht ja schon in die Millionen von Bertelsmann und überdeckt in der öffentlichen Wahrnehmung quasi Initiativen, die von anderen Leuten kommen. Der springende Punkt ist, alle 2 Wochen, gefühlt alle 2 Wochen, also zumindest ist das meine Wahrnehmung, kommt irgendeine Studie, Bertelsmann hat gesagt. Die eigentlichen Autoren stehen dann irgendwo klein grau drunter. Das sind Akademiker wie Sie und ich, die meistens an der Universität arbeiten und irgendwie über. Also das, also ich Ne? habe mir jetzt mehrere Studien angeguckt. Ich habe mir auch die Leute angeguckt, die das so, also das ist Mediocrity United, also nicht Meritocracy United, sondern Mediocrity United. Alle Entschuldigung. von diesen Studien, die ich gesehen habe, ja, also in der Regel sind sie nicht valide, das heißt, sie untersuchen nicht das, was sie vorgeben, also zum Beispiel die Qualität des Bildungssystems anhand von irgendwelchen Kennziffern, die sie entwickeln. Noch sind sie reliabel, das heißt, also sie sind reproduzierbar. Stichwort Finnland, gucken Sie nach Finnland. Ja? Finnland ist nicht Deutschland, es ist nicht reproduzierbar und die ganzen Rahmenbedingungen waren völlig andere und so weiter. Geht nicht. Und dann kommt das Nächste noch hinzu. Ja? Dann mit den öffentlichen Datensätzen, ja, fangen Sie dann an, also die Stellparameter also in Ihren Formeln so zu setzen, dass das dann rauskommt, was Sie gerne hätten. Und dann widersprechen Sie sich mehr oder weniger von Gutachten zu Gutachten. Also vor kurzem haben Sie gesagt, Lehrermangel 158.000 in den nächsten 12 Jahren. Dann haben Sie aber gesagt, Grundschullehrer haben wir 50.000 zu viel. Okay, jetzt überlegen Sie mal. Sie haben auch Da bin ich Mathematik ein bisschen aktuell. studiert. Also wir haben 820.000 Lehrer, ja, leicht nachteilige Demografie. In einem Zeitfenster von 12 Jahren tauschen sie irgendwie maximal ein Drittel aus, eher weniger, ja. An den Universitäten bilden wir aus wie bisher. Wo soll denn dieser Lehrermangel herkommen, ja? Also das ist schon für jeden klar denkenden Menschen, also ist das hier hanebüchener Unsinn. Ja, so eine Bertelsmann-Studie, die schlägt man auf und nach 3 Zeilen sieht man schon, das ist wirklicher Mist. Ja, und mit dem wird dann herumgewedelt. Ja, also ich habe noch kein, also wenn Sie eine haben, die belastbar ist, dann schicken Sie mir sie bitte oder so, dann gucken Sie mal an, ja. Herr Krötz, jetzt Ranting, ja, okay. muss ich Sie an der Stelle mal bremsen. Ich kann das Ja. völlig nachvollziehen, was Sie sagen, aber die Strategie der Bertelsmann Stiftung ist auch, wenn man Veranstaltungen macht,
Diskurse, Debatten zu politischen Themen, die Leitplanken seitens der Stiftung festzulegen. Und extremere Positionen fallen von vornherein raus. Oder man lädt extreme Leute ein, um dem Rest sagen zu können, schaut mal her, der ist ja völlig neben der Spur. Ne? Das kann man ja nicht machen. Wir sind die Vernünftigen, wir sind die Guten. Dieses Wir sind die Guten. Wir, Ja, die Stiftung zieht sich quasi wie ein roter Faden, nicht explizit, sondern implizit durch alle Texte. Und wenn Sie jetzt das Beispiel Finnland angesprochen haben, das ist ja dieser Mechanismus über die OECD, versuchen eine Norm festzulegen, nach der die einzelnen Nationalstaaten mit ihren kulturell unterschiedlichen Bildungssystemen auf einer Skala gegeneinander konkurrieren sollen, wo dann nachher ein Ranking rauskommt. Und das Deutschland ist zurückgefallen. Also das ist doch allein schon von der Anlage her, wenn man wirklich polykontextural, Entschuldigung, vielfältig denkt und Verschiedenheiten, Differenzen auch in der Kultur akzeptiert und tolerant ist, ist das vollkommener Schwachsinn, der versucht, das Bildungssystem zu normieren. Also ein Prokrustesbett für die gesamte EU und alles, was über OECD sonst noch daran hängt, ist ja furchtbar. Ja, okay. Entschuldigung, jetzt bin ich emotional geworden. Nee, ist gut. Es ist, Versuchen eine gewisse Emotionalität ist ja eigentlich auch immer nicht schlecht. Ja, wir sind auch noch. Emotionalität aus der Debatte rauszuhalten, aber ein leider verstorbener guter Philosophenfreund von mir hat mal gesagt, ein rationales Argument darf auch von einem starken Gefühl begleitet sein. Ein Jeden Fall. großartiges. Auf jeden Fall. Ja, also was ist denn jetzt rausgekommen bei dieser großen Anfrage? Wie haben sich die Grünen verhalten? Waren die auf ihrer Seite? Sturm im Wasserglas, also erstmal im Landtag. Ich war maßlos enttäuscht. Man kann die Debatte noch nachverfolgen. Ich war maßlos enttäuscht, dass Abgeordnete in der Antwort, man hat also quasi, da man den Antrag gestellt hat und dann die Antwort der Landesregierung kommentieren muss, in der Debatte das Aufschlussrecht. Ich war also als derjenige, der maßgeblich unten drunter stand, unter dem Antrag auf die große Anfrage, derjenige, der die Rede dazu gehalten hat. Aus den anderen Fraktionen kam, aus der SPD-Fraktion kam sowas wie, ja, es gibt ja auch andere Stiftungen und dies und das und jenes. Also beispielsweise hat man die Bertelsmann-Stiftung mit der Heinrich-Böll-Stiftung verglichen und mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das Ja. eine ist eine parteinahe Stiftung, das andere ist eine, was Friedrich, weiß ich jetzt nicht, das andere ist eine Gewerkschaftsstiftung. Also da muss man dazu sagen, und das gleichzusetzen mit einer unternehmensverbundenen Stiftung. Ne? Allein an der Portokasse muss doch da schon auffallen, der Stiftung, dass das nicht vergleichbar ist. Also völlig, ich würde mal sagen, blauäugig naiv die Reaktion. Leider, muss ich wirklich sagen. Man hat dieses, und da finde ich es auch schlecht, ich glaube, die Politik denkt viel zu sehr in Sprachargumenten anstatt in Mustern. Wenn man sich diese Wirkungskreisläufe, was die Stiftung jetzt im politisch-gesellschaftlichen Gesamtgefüge macht, wenn man sich das mal ansieht, Einfluss hierauf, Einfluss darauf und so weiter. Interessant ist zum Beispiel noch eine andere Sache, die jetzt mit dem Bildungsbereich nichts zu tun hat, dass die Stiftung in ihren Studien häufig, und die werden in der Politik immer herangezogen, um Anträge zu begründen in den Parlamenten. Sehr häufig, damals war sehr en vogue die PPP, Public-Private Partnership Ja. oder ÖPP. Ne? Und dann, siehe da, kommt aus dem Bereich des Konzerns ein Dienstleistungsunternehmen wie die Arvato und bietet für eine bestimmte Public-Private Partnership eine Dienstleistung an, wo der Staat outsourcen kann. Ja, Ne? natürlich, dann Der spricht Staat man steht von. natürlich unterm Druck, der ist in der Sandwich-Position. Es wird immer wieder gesagt, bleib schlank, werdet nicht zu fett. Ne? Der schlanke Staat ist ein schöner Staat, also müssen die von Zeit zu Zeit mal outsourcen. Also Also ich was sage das mal jetzt mal für die Zuschauer, Public-Private Partnership, also angenommen, also die Kommune hat kein Geld für eine Schule, ja, oder nicht genug, ja, glückliches Beispiel. dann nehmen sie einen privaten Partner, der baut für die Schule und der sagt dann auch gleich, oh, wir machen einen Hausmeister für euch gleich mit, ja. Ah, wir können auch das ganze Sekretariat machen und die ganze EDV und so weiter. Und das kostet euch monatlich so und so viel, ja. Und dann sagt dann die Kommune, ja, das ist ja viel weniger, was wir sonst bezahlen, ja. Ja, klar. Aber nach 20 Jahren, ja, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, ja, gehört dem Private Partner das Gebäude, das Grundstück, ja, und der Kommune nichts, ja. Und Ich muss das, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Herr Krötz, ich möchte das an der Stelle noch ergänzen. Public-Private Partnership heißt ja immer, dass ein privater Partner neben dem Staat sein in eine Lösung oder ein bestimmtes Vorhaben investiert.
Privatunternehmen tun das aber nur, wenn sie dafür auch eine Rendite bekommen. Und die Rendite ist damit dem Bereich der Gemeinnützigkeit oder des Gemeinwohls entzogen. Das heißt, je mehr ich PPP-Projekte mache, umso mehr fahre ich das Gemeinwohl zurück. Das muss man einfach klar sehen. Das ist politisch ein, ja, wenn man so will, ein Ausverkauf. Ein Ist Ausverkauf dessen, was staatlich zu organisieren. Man kann sich natürlich darüber streiten, Trinkwasserversorgung, machen wir das privat oder staatlich? Ich bin immer der Meinung, es sollte in der öffentlichen Hand bleiben. Wir haben das gesehen in Berlin, wie was rauskommt. Wir sehen heute noch in London, wie es mit der öffentlichen privaten Trinkwasserversorgung Ja, bestellt wir ist. sehen es ja in vielen anderen Bereichen, ja. Als die Bahn noch privatisiert war und die Lokführerbeamten, gab es keinen Streik, ja, und die Bahnstrecken wurden gut gewartet, und jetzt, wo die Bahn teilprivatisiert ist oder so, Ja, funktioniert es. da kenne ich mich ein bisschen aus. Ah, Ich habe ein längeres Gespräch mit dem Lokführer geführt, da muss ich dazu ergänzen. Es hat auch mit Schließungsmaßnahmen, Sparmaßnahmen von Bahnausbesserungswerken. Also Herr Lodewijk, der Vorgänger von Herrn Medorn, hat diverse Ausbesserungswerke schließen lassen, und als dann die Züge unpünktlich wurden, hat er Pünktlichkeitsmanager eingestellt. Das ist mal oh. nur als Beispiel, ne? Also es hat auch mit Umstrukturierungsmaßnahmen. Das ist wie an der Universität, ja. Also wenn die Abschlüsse immer weniger wert werden und so weiter, gibt es mehr Zertifikate und mehr Qualitätsmanager, die dann sagen oder so, wie toll das ist, ja. Und da werden dann also die Richtlinien dementsprechend dann immer gesenkt, ja. Und dann wird immer eine gleichbleibend hohe Qualität zertifiziert, ja. Naja, gut, also kennen wir alles. Gut, aber da war noch etwas oder so in dieser Anfrage, die musste ja beantwortet werden von der Regierung, und da kam doch was raus mit Abate und dem Ministerpräsidentenbüro. Was war denn das? Also die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen unterhält ein, wie jede Regierung eigentlich, ein Telefoncenter, wo Bürger anrufen können, wenn sie irgendein Anliegen haben. Also der Bürger möchte, ich würde das wollen, oder die Bürgerin möchte auf, was weiß ich, auf irgendeinen Missstand hinweisen oder einen Vorschlag machen oder sonst was. Ich rufe einfach mal meine Regierung an. Ich habe die ja gewählt, ne? Und dann wird man anstatt mit der Regierung oder bei der Regierung angestellten Personen, wird man verbunden mit einem Privatunternehmen, was, ich glaube, in meiner Rede hatte ich es gesagt, was weit über 98% die Fallanfragen von Bürgern abschließend beantwortet. Das heißt, ich komme gar nicht bis zur Ministerpräsidentin. Ein Callcenter arbeitet das vorher ab, ist quasi der Puffer, und der Filter der Informationsaufnahme der Regierung, wo Informationen vom Bürger zur Regierung fließen soll, ist privatisiert. Also allein von der Struktur her, wenn ich mir das als Naturwissenschaftler oder Mensch mit einem gewissen ingenieurmäßigen Stichwort Durchlassventil oder was auch immer mir vorstelle, dann ist das eine Abschnürung der Regierung von den Bürgern. Und wir wundern uns, dass die immer realitätsferner werden. Ich übertreibe jetzt mal in meiner Ja, Art. man könnte natürlich sagen, also die Firma, die übermittelt natürlich dann schon also die Themen an den Ministerpräsidenten, ja, also dieser Anbieter, ob sie das dann natürlich macht oder nicht, oder nur in Teilen macht, oder ob sie dann diese Informationen, die sie natürlich dadurch gewinnt, weil das ist ja dann letztendlich doch verwertbare, wertvolle Information, Es ist geht nicht mir weiter nicht darum, ausnutzt, ja. ob das tatsächlich passiert oder nicht. Das institutionelle Gefüge mit der Outsourcing, mit dem Outsourcing dieses Filters ermöglicht den Missbrauch. Ob der jetzt stattfindet oder nicht, ist unerheblich. Wenn ich einen Staat designen will, dann muss ich mögliche Missbräuche vorab im Blick haben, das entsprechend machen. Und Sie haben vorhin so ein schönes Wort gesagt von staatlich vereidigt. Das sind die Erwartungen. Die unterschreiben einen Vertrag mit der Landesregierung, der kann auch in ein paar Jahren wieder gelöst werden, ne? Ja, Also zu sagen. die Regierung, das war interessant bei meiner Antwort auf die Antwort der Regierung auf unsere große Anfrage. Die Regierung selber hat den Einfluss von Arvato heruntergespielt, und parallel auf der Webseite von Arvato hat man ziemlich laut rumgetutet, was man alles an Dienstleistungen für die Landesregierung macht. Also daran sieht man schon eine Differenz im Interesse. Von daher, ich kann nur sagen, Leute, das ist einfach eine Fehlkonstruktion, also einer Demokratie nicht würdig. Ja, da spricht der Kybernetiker, der sich dann gut auskennt, also die Steuerungstheorie, solche Art von Filter oder so, also müssen staatlich bleiben oder so, also es sind wichtige Filter. Letztendlich oder so geht es hier um das Grundgefüge oder so, also für einen demokratischen Staat.
aus kybernetischer Sicht. Ja, dass Wir man waren noch nicht bei der Europäischen Union, was die Reaktion im Landtag auch war. Das hat mich auch bestürzt. Es galt immer noch im Bewusstsein, die Bertelsmann Stiftung ist ein Think Tank, wo man sich um gesellschaftliche Probleme Gedanken macht und kreativ und Leute einlädt. Und es gibt ja auch Veranstaltungen von der Stiftung, Tagungen und sowas, wo man eben Referenten einlädt, wie auch immer. Im Februar des 2016, wir hatten unsere große Anfrage Mitte des Jahres gestellt und im Dezember 2016 wurde die dann debattiert im Landtag. Im Februar desselben Jahres hat die Europäische Union die Kategorie, unter der die Bertelsmann Stiftung und ihre Vertretung in Brüssel rangiert, von Think Tank in NGO geändert. Damit ist die Bertelsmann Stiftung im Bewusstsein von Brüssel eine Nichtregierungsorganisation und somit eine Lobbyorganisation. In Nordrhein-Westfalen hat man immer noch vom Think Tank geredet. Das heißt, die Abgeordneten waren gar nicht auf der Höhe der Zeit. Die EU hat das schon kritischer gesehen. Und was die Ausstattung des Brüsseler Büros der Bertelsmann Stiftung angeht, muss man sagen, sie ist, glaube ich, neben Automobil ja, und aber Fahrrad jetzt hier, die Sie haben jetzt was Lobbyorganisation. ganz Wichtiges gesagt. Also auf europäischer Ebene sind Sie Lobbyisten und Lobbyisten können per Definition nicht gemeinnützig sein, ja, denn Sie vertreten oder so Ihren eigenen, Ihre eigene Agenda. Aber hier in Deutschland oder so guckt man dann weg. Also ist ja überhaupt interessant, also wie bizarr das alles ist. Ja, jetzt, also Sie wollten eigentlich erreichen, dass man also diese beiden Zusätze in der Nivellierung 2005. Dazu sagen, wir wollten als kleine Fraktion erstmal Wind machen und wir hatten natürlich Natürlich, auch das gehört natürlich diesen dazu. relativ unrealistischen Traum, wiedergewählt zu Aber werden. naja, gut, aber ist es dann in der Presse aufgenommen worden oder so? Mediale Reaktion war weitestgehend enttäuschend, bis auf eine Redakteurin, die von der Süddeutschen zur Rheinischen Post gewechselt ist. Die hat einen großen Aufmacher geschrieben, zwei Beiträge, sogar mit dem, ich sage mal, aus der NS-Zeit kritischen Terminus Krake Bertelsmann im zweiten Artikel in der Rheinischen Post. Und diese Rheinische Post war die Donnerstagsnummer von der Karnevalswoche. Also wo halb Nordrhein-Westfalen betrunken in der Ecke liegt, auf Deutsch gesagt. Da kam das Ding raus. Und die Rheinische Post, wenn man sie denn als überregionale Zeitung bezeichnen will, was Nordrhein-Westfalen betrifft, ist das sicher so, war die einzige, die da größer reagiert hat. Es hat in dem einen oder anderen Kommentar nochmal was gegeben. Es gab eine positive Reaktion auf unseren Antrag in einem Alternativmedium, also das Politmagazin vom Heise Verlag, Telepolis, hat in zwei Beiträgen nochmal auf unsere, die hat auch quasi die Debatte kommentiert, die im Landtag gelaufen ist. Ganz interessant zu lesen. Ansonsten war da nicht viel, leider. Das ist Nichts. eigentlich schade. Also ich habe mich mal mit dem Springer-Journalisten länger unterhalten und der meinte, ja, wir können da schon über solche Sachen berichten. Ja, also sie sind ja unabhängig, ja, von Bertelsmann. Ja. Liz Mohn die eine, Beraterin Friede Springer die anderen, ja, unsere verflossenen Kanzlerin. Ja. Nein, aber das ist natürlich nicht so. Also es kam da nichts. Also ich habe da auch das auch in der Springerpresse oder so, fasst man also Bertelsmann mit Samthandschuhen an. Ja, dass der Spiegel das nicht tut, ist klar, denn Bertelsmann hat eine Sperrminorität beim Spiegel von 25, irgendwas Oder Prozent. und ja, Ja, also, aber man würde ja doch irgendwie dann erwarten, dass die Springerpresse da ein bisschen kritischer ist oder so, gerade bei diesen bei den Veröffentlichungen der Stiftung, ja, bei diesen Gutachten und nein, das man darf eins nicht vergessen, wenn man das jetzt zusammen in der Zusammenschau mal sieht mit den großen öffentlich-rechtlichen Sendern, ZDF und der ganze ARD-Apparat, ja. der immer mehr auf freien Mitarbeitern aufbaut, die vielleicht morgen woanders sind. Der ganze Zeitungsmarkt, der hochvolatile Markt an Journalisten, die werden sich natürlich dreimal überlegen, ob sie etwas Stiftungskritisches schreiben, weil sie natürlich die Konzernverflechtungen kennen von Bertelsmann, wo die überall drin sitzen. Also das, ne, wenn Sie oder ich ein politisches Buch verlegen wollen und Sie suchen sich irgendeinen Verlag in Deutschland heraus, mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit landen Sie bei einem Verlag mit Ihrer Anfrage, wenn der Agent jetzt da keine Rücksicht drauf nimmt, der Sie vertritt, die zur Penguin Random House Gruppe gehört, also Bertelsmann.
Das ist natürlich das Problem, dass auf der anderen Seite die Bertelsmann Unternehmensgruppe, deswegen haben wir unsere Anfrage auch so gestaltet, dass wir nach der politischen Einflussnahme nicht nur nach der Stiftung, sondern mit der mit ihr verbundenen Bertelsmann Unternehmensgruppe, in unserem Antrag abgekürzt BUG, ne, wozu Arvato gehört, wozu Penguin Random House, RTL, N24, also der Fernsehbereich und so weiter natürlich auch gehört. Ne. Und auf der anderen Seite, wir hatten das irgendwann in irgendeinem Vorgespräch mal gesagt, wenn man sich dann mal anguckt, was so alles aus Gütersloh kommt, dann wirkt das meiste doch eigentlich ziemlich hausbacken, ne? So. Also kein Vergleich mit, ich sag mal jetzt, englischsprachigen oder amerikanischen Medien, was auch die politische Wucht ist, also die New York Times oder die Washington Post auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Oder in Großbritannien, wer ist es? Der Guardian, glaube ich, ne? Der da politisch sehr, sehr offen berichtet. Oder Alternativmedien aus den USA wie Alternet oder so. Ist natürlich kein Vergleich. Insofern, die Stiftung hat einen negativen Einfluss auf die Politik. Das kann man allgemein so sagen. Und es hat etwas ja, das Shifting Baseline Phänomen. Man hat sich über die Jahre daran gewöhnt, dass speziell der Spiegel kündigt immer an, es hat eine Bertelsmann-Studie zum Thema Populismus, beispielsweise gab es eine gegeben, auch zum Thema Demokratie und Demokratiekritik, Demokratiefeindlichkeit. Man versucht dort immer noch mit Hilfe der Stiftung Leitplanken zu setzen. Und was wir brauchen, ist, glaube ich, und deswegen sitze ich auch hier bei Ihnen. Abgesehen davon, dass das Gespräch mit Ihnen interessant ist, wir brauchen mehr Bewusstsein über diese Wirkgefüge in unserer Gesellschaft, um entsprechend damit umzugehen. Ich bin weit entfernt davon, Leuten irgendwelche Verschwörungen Was es zuzuspielen. mir Wenn man eigentlich sich geht, das Bild anguckt, dann ist da ein Fehler drin. ja, also wo es uns um beiden eigentlich geht, also Ihnen und mir, ist also, wir möchten den Debattenraum wieder erweitern. Ja, Richtig. das ist das, um was es geht. Wir möchten uns nicht von diesen Stiftungen, NGOs und so weiter irgendwie eingrenzen lassen. Die gesellschaftliche Debatte sollte eigentlich wieder aus der Politik geführt werden, aus den Verbänden, die mittlerweile, also muss man leider sagen, also irgendwie alle doch irgendwie etwas gleichgeschaltet wirken. Ja, also Gewerkschaften, Kirchen und so weiter, die zu allen Themen immer die gleichen Meinung haben. Also was mich ein bisschen komisch vorkommt. Naja, aber wie dem auch sei. Um das geht es eigentlich. Also dieser gordische Knoten, der sollte jetzt eigentlich zerstört werden. Wenn man das jetzt mal aus juristischer Sicht betrachtet, ja, wenn man jetzt hier objektiv ein Gutachten einholen würde, es haben sich ja Juristen schon geäußert. Wir sagen das jetzt aus gesellschaftlich-politischer Sicht, vielleicht aus der Sicht des gesunden Menschenverstandes, ja, es ist völlig klar, die sind hier nicht gemeinnützig, ja. Wie ist es jetzt aus juristischer Sicht, also Es selbst. haben sich zwei Staatsrechtler auf den Artikel in der Rheinischen Post hin, die Redakteurin ist hingegangen und hat Interviews geführt. Herr Morlock aus Düsseldorf und Herr Degenhardt aus Leipzig haben sich explizit dazu geäußert und einer, ich glaube, Herr Degenhardt war es, hat von Politik über die Hintertreppe gesprochen, äußerst fragwürdig. Also sind beide, ich weiß das gar nicht mehr, beide zu dem Zeitpunkt schon standen entweder kurz vor der Emeritierung oder waren schon emeritiert und haben sich nochmal mit dem Komplex auseinandergesetzt und dazu, ich sag mal, ohne viel eigenes Engagement. Sie sind halt gefragt worden, dazu geäußert und das Ganze kritisiert. Und eine ähnliche Bemerkung hat es schon in den Nullerjahren von der ehemaligen Bundestagspräsidentin Antje Vollmer von den Grünen gegeben. Ein Bewusstsein in dieser großen, mittlerweile großen Partei, was gesagt hat, sie würde sich, wenn sie nicht institutionell unterfüttert wäre, es sich nicht trauen, als David diesen Goliath herauszufordern. Das hat sie in einem Interview mal gesagt. Ne? Nur, es gibt halt nur noch Davids. So Leute wie Sie und mich, die in dem Punkt vielleicht etwas bewegen können, dadurch, dass vielleicht Das andere war gar nicht so, Leute. dass, ja, gut, ich habe viele David gegen Goliath-Spiele gespielt in meinem Leben. Also, es ist langweilig oder so, irgendeinem Idioten einen Stein an die Stirn zu schmeißen. Ob wir was erreichen oder nicht, das spielt jetzt für mich erstmal gar keine Rolle, muss ich Ihnen sagen. Es ist ein Stück Zeitgeschichte, was Sie gemacht haben. Das auch. Ja, Und ich wollte für das mich ist die abmelden. Motivation schlicht und ergreifend, Ja, es ist, ein ich wollte bisschen das. Erfahrung weiterzutragen und auch vielleicht
Problembewusstsein ein bisschen zu wecken, Eben, ne? also überhaupt mal das oder so. Es ist ja schon, also für jeden, der das jetzt hier bis zu Ende gehört hat, können wir uns bedanken. Also wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich freue mich, dass Sie es so lange durchgehalten haben. Ich bedanke mich nochmal bei Herrn Paul. Und ja, bis bald mal wieder. Dann gibt es vielleicht wieder mehr mathematische Themen. Tschüss. Gruß, Gruß an die Zuschauerinnen und Zuschauer, Herr Krötz, vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Danke. So. Tschüss.